Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid als er een natuurramp gebeurt. Vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Goedenavond, dit is de lange uitzending van de Daily Minutes, ook bekend als PA00 Nieuws. In deze wekelijkse uitzending beginnen we met Amateur Radio Newsline, met de datum van deze vrijdag, met wereldwijd nieuws over onze hobby in het Engels. Aan het eind van de uitzending zenden we de Deutschlandrundspruch uit, het landelijk nieuws van die week, van de Duitse amateurvereniging DARC. Deze bijdrage is in het Duits. Amateur Radio Newsline Report number 2138 with a release date of Friday, October 19th, 2018 to follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. Hopes are dashed for a Pacific D expedition. The ISS could face an unmanned future. And hams remain on the scene after Hurricane Michael. All this and more as Amateur Radio Newsline Report 2138 comes your way right now. From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's independent on-the-air news and bulletin service. And now reporting from Valparaiso, Indiana, here's Paul Brown, WD9GCO. Our top story this week takes a look at amateur radio on the International Space Station and at the space station itself. The ISS will be losing its current crew soon, and there is no replacement crew in place. Neil Rapp, WB9VPG, has that story. The failure of a recent Russian rocket after launch to the International Space Station has led to a delay in replacing its current crew. The three current residents of the station are fine and have plenty of supplies, and the crew that was aboard the aborted rocket has been recovered and they are fine as well. But the possibility of leaving the space station unmanned for a period of time is now creating a lot of questions. The current crew was scheduled to remain on the International Space Station until mid-December. The Soyuz capsule that will return them to Earth has a limited lifespan, which could force an evacuation by early January. While the Russians are evaluating what went wrong and when a safe relaunch of the crew could proceed, the possibility of orbiting without a crew is looming. For us as hams, this means that amateur radio operations on the ISS could be impacted in the future. Ken Ransom, N5HVO, the ARIS project coordinator, at this time could only say that, quote, current operations will continue using our normal process. We are still trying to determine the long-term impacts of not having the new crew on board the ISS, end quote. Rosalie White, K1STO, the ARIS International Secretary, says that she has heard lots of speculation from many sources, none of which are authoritative or factual. ARIS US is hosting its annual face-to-face international team meeting this week in the Metro Washington, D.C. area, which should provide an opportunity for further discussion. But for now, we just have to wait and carry on with business as usual. Amateur Radio Newsline will continue to update this story as information becomes available. For Amateur Radio Newsline, I'm Neil Rapp, WB9VPG. Hurricane Michael is the most recent storm to have had ARIES chapters deploying into the field to help with disaster communications. I spoke with Bud Seiner, KA3OGG, about the Nassau County ARIES chapter's current deployment in the Florida Panhandle. Seiner's been involved in ARIES for a number of years. I've been involved with ARIES for about 7 years now. I missed a meeting about 5 years ago and came back to be the local emergency coordinator while I wasn't there. So that's the way I got to be the group lead for this particular chapter. We've really been tied in pretty tightly with the emergency management here in Nassau County, Florida. NCARES is a large group, according to Seiner. We've got about 85 members total in the group, and about 25 to 30 of them have clearances through the police department and emergency management to use the police radios, both at the county level and at the state level. Seiner said they staff the county watch office 5 days a week and are regularly embedded with the police and emergency agencies. They have been deployed for over a week now. We got activated. We went to 24/7 operation on Tuesday day, and we had about six of us monitoring through the storm.
and we had another 10 people out in and around the county that were sending in damage and weather reports. Thursday, we got a direction that we were going to deploy a couple of teams. The emergency management deployed one 20-man team with our emergency manager to the Panhandle region. According to Siner, NCARES has two well-equipped MCOM vans with multiple radio and satellite setups, has one member who is with the sheriff's office, and all are treated as Nassau County employees when on deployment. As of the time Newsline went to production, they were expected to be in the field until at least October 26th, depending on recovery efforts. We will monitor the situation and bring you further updates as are available. After so many months of waiting and planning, it's time for the big weekend for Radio Scouts, as Bill Stearns, NE4RD, tells us. This week in Radio Scouting, we have arrived. Jamboree on the air and Jamboree on the internet are this weekend. If you have waited to register, do it now. If you have a radio, turn it on and start looking for scouts calling CQ Jota and start working them. If you're in the neighborhood of Westchester, Ohio, you're invited to check out the National Voice of America Museum of Broadcasting, where they will have WC8VOA on the air with a multi-station effort getting scouts on the air. Last year, they had over 100 scouts and hope to have more this year. If you haven't put someone in charge of keeping track of counting scouts and visitors, you may want to consider it. Those numbers are invaluable for reporting after the event. Keep track of scouts, adult scouters, and visitors, including siblings and parents. Get the visitors engaged as well with the activities and the operations of your station. Most important of all is have fun. We'll be watching all of our social media channels for questions and support throughout the weekend, so contact us there if you have anything we can help you with. For more information on Jota or Radio Scouting, please visit our website at k2bsa.net. For Amateur Radio Newsline and the K2BSA Amateur Radio Association, this is Bill Stearns, NE4RD. Shortwave broadcasting is alive and well in southern Germany, and listeners have an amateur radio operator to thank, as we hear from Ed Durant, DD5LP. In these times of several shortwave broadcast stations leaving the air, one station is extending its presence, and it's owned and run by a radio ham. The Channel 292 10-kilowatt shortwave broadcaster was allocated the ex-Deutsche Welle frequency of 60-70 kHz in the 49-meter broadcast band in 2011 and has been transmitting programs ranging from 60s and 70s music, jazz and classic rock to a weekly program from Germany's own amateur radio body, the DARC, over the last few years. Rainer Eberling, DB8QC, who owns and operates the station from near Ingolstadt in the state of Bavaria in southern Germany, has been awarded a slot in the 41-meter AM broadcast band at 7440 kHz, for which antenna work started in September. Rainer confirmed to AR Newsline that on-air testing is planned to start on either the 27th or 28th of October, so get listening. Signal reports are very welcome. The new antenna is a half-wave dipole, but with a slightly different main radiation lobe direction than the one that is currently in use on 60-70 kHz. The coverage area of the current 60-70 frequency reaches from Scotland in the north to southern Italy in the south, and of course, all of Central Europe in between. The addition of the second frequency not only brings with it a slightly different propagation and radiation direction, but also more chance of not being blocked by other stations using the old DW frequency, something that never happened in DW's day with their 100 kilowatt and large antenna arrays. During the evening, Rainer's little 10-kilowatt signal into a wire dipole is often heard in the US and Canada. Full details of the current 60-70 kHz station's program and other details about the station can be found in English, Dutch and German at www.channel292.de. From about 100 kilometres south of the station, this is Ed Durant, DD5LP for Amateur Radio Newsline. Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the KA6 TSA repeater at 8 p.m. local time on Wednesdays in Palos Verdes, California. The Pacific Islands De-Expedition Group said yes to an activation of the Cure Atoll in the northwestern Hawaiian Islands. But federal officials have said no to the group's plans. Graham Kemp, VK4BB, has more details. Hams who were hoping to conduct a de-expedition from the Kura Atoll and hams who were hoping to work them have received disappointing news.
The Pacific Islands De-Expedition Group, which had set its sights on operating from this coveted DXCC entity, cannot go forward with its plans. The Hawaii Department of Land and Natural Resources has denied the application for an amateur radio permit there, citing the belief that vertical structures, such as an antenna, poses a hazard for birds who might strike it. The De-Expedition Group posted a notice in the Ohio Penn DX Bulletin that a formal denial was received from officials in Hawaii, stating that the radio operations did not guarantee, and I quote, adequate safeguards for the resources and ecological integrity of the atoll, end quote. Officials in Hawaii did not issue any public statements that further clarified their decision. The DX Group maintains there have never been any documented examples of negative impact on the atoll from radio operations, but also notes there is no appeal process available. According to the group, the last expedition to the atoll was in 2005, and the activity had given operators hope that after such a long interval between de-expeditions, there might have been a chance. The group has posted a notice in the Ohio Penn DX Bulletin asking DXs to contact Hawaii's Department of Land and Natural Resources in Honolulu by sending their QSL card, along with a request that officials reconsider the matter. For Amateur Radio Newsline, I'm Graham Kemp, VK4BB. If you were alive in 1929, and even if you weren't, you might enjoy this next QSO party. It combines history and homebrew. Here's Dave Parks, WB8ODF, with details. The Antique Wireless Association has a message for all hams who enjoy sending and receiving in code. It's time to party like it's 1929. The party starts Saturday, November 10th and runs through Sunday, November 11th, and then restarts the following weekend on the 17th and 18th. It's called the Bruce Kelly Memorial QSO Party, named in memory of Silent Key W2ICE, who was a co-founder of the association and one of the biggest promoters of the QSO Party when it started in 1991. So what do you bring to this party? The style is strictly 1929, which means it's going to take a little bit of advanced planning. Participants should either own an original 1929 transmitter or build one using the designs, components, and techniques available in 1929. The event is all about having 1929 stations contact other 1929 stations operating on 40, 80, and 160 meters. There will also be a special event station, W2ICE-0, operated by the winner of last year's event, Paul, K0PK. So get busy. There's still time to build your transmitter. Build carefully. Part of the exchange will include the last two digits of the year of your transmitter, as well as its type and input power. For Amateur Radio Newsline, I'm Dave Parks, WB8ODF. Volunteer examiners in North Carolina are especially proud of the new hams who they helped pass their tests, but they're just as proud of the way they administered the exams to them. Kevin Trotman, N5PRE, tells us more. The five-county ham radio enthusiasts are celebrating. Not only did volunteer examiners from the North Carolina group administer their first FCC license exam on the 8th of September, five of the nine applicants became new technicians. Best of all, it was all accomplished without fees, just as the group had intended. When the three-year-old Ham Club created its volunteer examiners group this past August, its intention was to be the first team in the state to charge no fees for the tests, drawing inspiration from the Laurel VEC, part of the Laurel Amateur Radio Club, which has been offering exams without fees since 1984. Mark Gibson, N4MQU, told Newsline that while he knows such fees are legal and often fairly modest, he still wanted to make licensing tests available without cost. He said the September test given by Five County was even preceded by a free one-day class that concluded with an exam given to children as well as adults. Another test is already scheduled for November 3rd, and it will be at the Thanksgiving Fire Department headquarters in Selma, North Carolina. Some of the youngsters who didn't pass the first time are coming back to try again, Mark said. Best of all, Mark said, there are two other clubs in the state now that have begun offering exams without fees. The Greater Gaston Amateur Radio Society in Mount Holly and the Carolina VE Test Group in Hickory.
For Amateur Radio Newsline, I'm Kevin Trotman, N5PRE. In this week's World of DX, listen for Wilbert, PE7T, and James, 9V1YC, who are on the air until the 21st of October as 8Q7PE and 8Q7YC, respectively, from the Alif Alif Atoll in the Maldives. Be listening on the HF bands on CW, single sideband, and possibly FT8. QSL 8Q7YC via W5IJE, and 8Q7PE via PE7T by the Bureau only. There are some operations to watch for during the CQ Worldwide DX Single Sideband Contest, which is taking place on October 27th and 28th. Listen for Helmut, DF7ZS, active as CQ3W, as a single op entry. QSL CQ3W via Clublog's OQRS. When he's not in the contest, Helmut will operate as CT9/DF7ZS between October 23rd and 29th, QSL via his home call sign. Also active during the contest, Oleg RL5D will use the call sign GU3HFN, which is the call sign for the Guernsey Amateur Radio Society, as he operates from St. Peter Port as a single-op, all-band, low-power entry. QSL via GU8ITE or the Bureau. Finally, listen for Terry, F6CUK, active as F6CUK/FJ, from St. Bartholomew Island between the 21st of October and the 1st of November. QSL via his home call sign, EQSL, Logbook of the World, or Club Logs OQRS. The question's often asked, what's in a name? But for one amateur radio club, the real question was, what's in a logo? For our final story this week, Andy Morrison, K9AWM, tells us about one club in Canada that is finally getting its logo. The Salt Spring Amateur Radio Society on Salt Spring Island, British Columbia, has a tower, some repeaters, runs community events, assists in emergencies, and encourages interest in radio communications. What it hasn't had, though, is a logo, but that's about to change. The club did incorporate as a formal society in 1991 and carried on its business and its activities for a number of years. And as it evolved and got more actively involved with local agencies like our Emergency Operations Center and Fire and Rescue Services and Search and Rescue, it was felt that we should be looking at upgrading our visibility and rebranding the organization so it is recognizable both for the public and other agencies. That was club president Bob Moffat, VA7MOF. Bob told Newsline that the club is finally getting that identity. After a slow and careful process, they've narrowed down about a dozen logo designs to one. So we began with trying to identify what would the key elements be for our particular logo, both in terms of the location of our club, as well as the identity of the organization itself in terms of ham radio operation and then the communication activity that we're engaged in. To establish both a club identity and a regional identity, they ultimately selected the club's tower as their central motif, showing it transmitting visible signals, and used the distinctive outline of Salt Spring Island itself as the backdrop. Then they added colors and stylized type fonts. That logo will eventually be everywhere, says Bob. We're looking at everything, of course, from website to stationery, and of course, apparel, including hats and jackets and vests and that kind of thing, posters and event-related material. Like the hams themselves, however, this logo will take on an especially serious role when the radio operators are supporting local fire and rescue teams. We have a close relationship with the Search and Rescue Agency, Fire and Rescue, and the Emergency Operations Center. So our visibility is becoming more important. Starting next year, look for that distinctive tower and, of course, the image of Canada's Salt Spring Island. For Amateur Radio Newsline, I'm Andy Morrison, K9AWM. On a personal note, the Newsline family extends our condolences to our own Dale Carey, WD0AKO, and his family on the loss of his mother.
With thanks to Allen Labs, Amateur News Weekly, the Antique Wireless Association, CQ Magazine, Hap Holly and the Rain Report, Mark Gibson, N4MQU, the Ohio Penn DX Bulletin, Southgate Amateur Radio News, 10 Randall's QSO Radio Show, WTWW Shortwave, and you, our listeners, that's all from the Amateur Radio Newsline. Please send emails to our address at newsline@arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio's only official website at arnewsline.org. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT at the news desk in New York, and our news team worldwide, I'm Paul Brown, WD9GCO in Valparaiso, Indiana, saying 73. And as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2018. All rights reserved. Hallo, liebe SWLs, YLs und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 42 des Deutschen Amateurradioclubs für die 42. Kalenderwoche 2018. Erstsendetermin 18. Oktober. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. Heilbronn und Weingarten funkten am 10. Oktober mit der ISS. Die ARD berichtete in Brisant über einen ISS-Kontakt. Erstes Museumsradio in Schwaben geht auf Sendung. Die Anträge zur DARC-Mitgliederversammlung wurden veröffentlicht. Dann gibt es einen neuen Amateurfunk-Podcast aus Trier. Peter Mestaler, Delta Golf 4, November Bravo India, wurde als Distriktsvorsitzender bestätigt. Dann haben wir Termine im Programm, aktuelle Conteste und was gibt es Neues vom Funkwetter. Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch. Heilbronn und Weingarten funkten am 10. Oktober mit der ISS. Am Mittwoch, den 10. Oktober, fand der gemeinsame ISS-Schulkontakt des Rupert-Meyer-Gymnasiums Heilbronn und des Gymnasiums und der Realschule Weingarten statt. Die Ortsverbände Heilbronn, Papa 05 und Ravensburg, Papa 09, welche die benötigte technische Infrastruktur zur Verfügung gestellt hatten, betreuten jeweils den Kontakt ins All. Um 16.03 Uhr rief Heilbronn die ISS. Nach Anfangsschwierigkeiten meldete sich Alexander Gerst, KF5ONO, ich grüße alle Schüler und Lehrer und sonstigen Anwesenden in Heilbronn und Weingarten. Anschließend konnten die Schüler ihre Fragen abwechselnd stellen. Durch die Anfangsschwierigkeiten und die Tatsache, dass Alexander Gerst nur ein 5-Watt-Funkgerät benutzen konnte, war die Verbindung teilweise nahe der Rauschgrenze und kürzer als geplant. Vier Fragen konnte Astro Alex beantworten, bevor die ISS am Horizont verschwand. Im Vorfeld hatte ein zweistündiges Rahmenprogramm die ca. 750 Besucher in Weingarten auf die Welt des Amateurfunks und der Raumfahrt eingestimmt. Zahlreiche Ausstellungsstücke und Infowände der Schüler sowie eine Amateurfunkausstellung, die Adolf Delta Oscar 1 Foxtrot Echo aufgebaut hatte, begeisterten die Besucher. Für Weingarten war es ein tolles Event. Die Schüler und Eltern gratulierten dem OV Papa 09 Team sehr herzlich und die Presse berichtete um Ravensburg und Weingarten mit voller Begeisterung. Darüber berichtet Anja Brauner, Delta Lima 8 Alpha Bravo. Eine weitere Nachlese bietet der OV Ravensburg auf seiner Webseite. Die spannende Reihe der Kontakte ins All setzt sich fort. Am Dienstag, den 23. Oktober um 9.14 Uhr UTC werden die integrierte Gesamtschule Osterholz-Scharmbeck und das Gymnasium Soltau ihre Chance nutzen, ESA-Astronaut Alexander Gerst, KF5ONO, ihre Fragen zu stellen. Darüber berichtet Jan-Henrik Preine, Delta Kilo 1, Oscar Mike. Die ARD berichtet in Brisant über ISS-Kontakt. Am 16. Oktober gab es einen Funkkontakt mit Alexander Gerst, KF5ONO, mit seiner ehemaligen Schule in Künzelsau. Darüber berichtete auch das Magazin Brisant der ARD am selbigen Tag in der Sendung mit dem Beitrag Grüße aus dem All, weshalb Alexander Gerst in seine ehemalige Schule schaltet. Dieser knapp dreiminütige Beitrag ist in der ARD-Mediathek bis zum 23. Oktober verfügbar. In der Gesamtsendung beginnt er bei Zeitstempel 27 Minuten 15 Sekunden. Darüber berichtet Christian Seibold, Delta Lima 7, Alpha Papa November. Erstes Museumsradio in Schwaben geht auf Sendung. Am 28. Oktober wird es zum Wertinger Herbstmarkt erstmals ein Museumsradioprogramm geben, das im gesamten Wertinger Stadtgebiet zu empfangen ist. Die Radiosendung beginnt um 14 Uhr und endet um 17 Uhr. Die Sendung wird vom Ortssender Wertingen, dem Radiosender des Radio- und Telefonmuseums Wertingen, ausgestrahlt und ist auf Mittelwelle 801 kHz zu empfangen.
Die Sendung findet innerhalb des Veranstaltungsradios statt. Es gibt Informationen zum Wertinger Herbstmarkt, viel Musik aus den 20er, 30er, 40er, 50er, 60er und den frühen 70er Jahren sowie kurze Informationen zum Radio- und Telefonmuseum Wertingen. Die Reichweite des Senders ist auf das Stadtgebiet begrenzt. Schalten Sie ein und holen Sie sich die Musik von damals für einen Nachmittag nach Hause. Besucher, die von auswärts anreisen, können das Sonderprogramm im Auto empfangen oder bringen ein tragbares Radiogerät mit. Schalten Sie Ihr Gerät auf Mittelwelle oder AM und stellen Sie es auf 801 kHz ein. Sollten Sie ein altes Röhrenradio zum Empfang verwenden, dann stellen Sie es auf die Skalenmarkierung für den Sender München, fast in der Skalenmitte ein. An diesem Tag ist auch das Radio- und Telefonmuseum in der Fährestraße Nummer 1 von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Dabei kann der Mittelwellensender im Betrieb besichtigt werden. Vom Herbstmarkt sind es nur ca. 300 Meter Fußweg bis zum Museumsgebäude. Der Eintritt ist frei. Weitere Sondersendungen gibt es am 9. und 16. Dezember zur Wertinger Schlossweihnacht jeweils von 14 bis 18 Uhr. Weitere Informationen finden Sie auf der Museumswebseite. Darüber berichtet Bernd Schmidt, Delta Lima 2, Mike Foxtrot Papa. Anträge zur DARC-Mitgliederversammlung veröffentlicht. Auf der DARC-Webseite sind die Anträge zur DARC-Mitgliederversammlung erschienen. Bitte loggen Sie sich zunächst als Mitglied ein, um die hinterlegte PDF-Datei lesen zu können. Die DARC-Mitgliederversammlung tagt am 17. und 18. November im Hotel Stadt Baunatal. Bereits am Freitagabend trifft sich der Amateurrat zu einer Vorbesprechung. Die Sitzungszeiten sind am Samstag von 12 bis 18 Uhr und Sonntag von 9 bis 12 Uhr. Vor der Mitgliederversammlung am Samstag beginnt ab 9 Uhr die Diskussion über alle vorliegenden Anträge. Diese Veranstaltung und die Mitgliederversammlung sind öffentlich für alle DARC-Mitglieder. Amateurfunk-Podcast aus Trier. Der Saarrundspruch berichtet darüber, dass am 2. Oktoberwochenende ein neuer Amateurfunk-Podcast von Dominik Schmidt, Delta Oscar 5, Delta Oscar Sierra, auf seiner Webseite erschienen ist. Inhaltlich geht es unter anderem um die Themen Pfadfinderei in Verbindung mit Amateurfunk, DX-Camps, Radio DARC, YLs im Amateurfunk und 200 Jahre Karl Marx sowie die Aktivitäten um das Rufzeichen Delta Kilo 200 Mike Alpha Romeo X-Ray, DK 200 Marx. Auch das Anhören älterer Ausgaben kann von Interesse sein. Sie beschäftigen sich mit dem Programm Youngsters on the Air, kurz YOTA, sowie der Ham Radio im Jahr 2017. Die Audiofolgen können über das Internet abgerufen werden. Ein Podcast besteht aus einer Serie von Mediendateien, die man beispielsweise über eine Webseite abonnieren kann. Es handelt sich dabei um Audio- oder Videodateien und das Kunstwort Podcast setzt sich aus der Rundfunkbezeichnung Broadcast sowie dem Namen des einst populären MP3-Players iPod zusammen. Oft haben Podcasts neben dem informativen auch einen hohen Unterhaltungscharakter. Übrigens, auch der Deutschlandrundspruch kann als Podcast abonniert werden. Peter Mesthaler, DG4 NBI, wurde als Distriktsvorsitzender bestätigt. Am Sonntag, den 14. Oktober, fand die Jahreshauptversammlung des DARC-Distriktes Franken, Distrikt Bravo, mit Vorstandswahlen in Bad Staffelstein im Kloster Banz statt. Die fast komplett anwesenden Ortsverbandsvorsitzenden bestätigten den amtierenden Vorstand Peter Mesthaler, DG4 NBI, der dieses Ehrenamt seit Oktober 2009 bekleidet. Er wurde einstimmig zum Distriktsvorsitzenden wiedergewählt. Seine bisherigen Stellvertreter Uwe Scherf, DL9 NDS, und Professor Dr. Bernhard Arndt, Delta Foxtrot 4, November Romeo, wurden ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt. Weitere Informationen zum Distrikt gibt es auf der DARC-Webseite. Termine. Die Sternwarte Bochum lädt am Samstag, den 20. Oktober, ab 19.30 Uhr interessierte Besucher zur internationalen Nacht der Mondbeobachtung ein. Nach einem einführenden Vortrag zum Mond, seinen Eigenschaften und seiner Erforschung besteht bei wolkenfreiem Himmel die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung unseren natürlichen Satelliten durch optische Teleskope der Sternwarte in Augenschein zu nehmen. Der Eintritt ist frei.
Zum 25. Mal treffen sich die Mitglieder der Altpfadfindergilde Schwarzzeltfunker zum gemeinsamen Funken beim Jamboree on the Air. Die Gilde Schwarzzeltfunker besteht unter anderem aus Funkamateuren aus ganz DL und HB9. Treffpunkt ist die Jugendburg Ludwigstein im Locatorfeld Juliet Oscar 41 Whiskey Hotel. Ab Freitagabend sei man auf Kurzwelle und Echolink QAV, berichtet Ralf Lüsebrink, Delta Oscar 1 Echo Hotel. Carlo Schaper, Delta Delta 7 Oscar India, informiert, dass die DPSG, Stamm Peter und Paul, mit etwa 30 jungen Pfadfindern in Wunsdorf in der Nähe von Altensruh am Hohen Holz Nummer 51 in 31515 Wunsdorf teilnehme. Weitere Informationen zum Jamboree on the Air gibt es im Internet. Aktuelle Conteste an diesem Wochenende, 20. Oktober, am Samstag, da läuft der Bayern-Ost-Contest und ein Ausbildungskontest im Rahmen des Worked All Germany-Contestes. Das ganze Wochenende hindurch, 20. und 21. Oktober, dann der Worked All Germany Contest WAG und aus Japan kommt der JARTS Worldwide RTTY Contest zu uns. Dann noch am 21. Oktober der Bayern Ost Contest mit dem zweiten Teil und in Belgien der Oscar November Contest auf 2 Meter. Am nächsten Wochenende dann, 27. und 28. Oktober, da läuft der CQ Worldwide DX Contest. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des Contest-Referates sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQDL in der Ausgabe 10/2018 auf Seite 56. Der Funkwetterbericht vom 16. Oktober, erstellt von Hartmut Büttig, DL1 VDL. Zunächst der Rückblick vom 8. bis 15. Oktober. Der solare Flux bewegte sich zwischen 69 und 72 Einheiten. Bis zum 11. Oktober war die Sonne fleckenlos. Dann erschienen die Regionen 27-24 und 27-25. Sie entwickelten bisher keine Flare-Tätigkeit. Das geomagnetische Feld war, wie in den Wochen zuvor, die einzige Komponente, die Kurzwellenausbreitung beeinflusste. Intensiver Sonnenwind wehte mit Geschwindigkeiten zwischen 326 und 610 Kilometern pro Sekunde. Die einzigen ruhigen Tage waren der 12. und der größte Teil des 13. Oktober. Wer diese positive Phase nutzen konnte, hatte Glück, die Öffnungen auf den Bändern oberhalb von 20 Meter zu erwischen. Diese Bänder waren ansonsten nur in südliche Richtungen nutzbar. 160 bis 30 Meter öffneten an einigen Tagen trotz geomagnetischer Turbulenzen zu allen Erdteilen. Vorhersage bis zum 22. Oktober. Unser WAG-Contest steht bevor. Nach der für den 19. Oktober vorhergesagten geomagnetischen Störung, die möglicherweise die Stärke G1 erreicht, müssen wir am Samstagnachmittag noch mit Fading in der abklingenden Störungsphase rechnen. Das 20-Meter-Band schließt nach Sonnenuntergang relativ schnell, sodass abends 40 und 80 Meter die belebtesten Bänder sein werden. Am Sonntagmorgen sollten 20 und 15 Meter in östliche Richtungen öffnen. Wir erwarten solare Fluxwerten um 70 Einheiten und nach Abklingen der Störung überwiegend ruhige geomagnetische Verhältnisse. Und hier noch die Orientierungszeiten für Greyline DX, alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 17.36 Uhr, in Ostaustralien um 19.34 Uhr, in Westaustralien um 21.36 Uhr. In Singapur geht die Sonne auf um 22.47 Uhr UTC. In Japan um 20.47 Uhr. Auf Hawaii um 16.27 Uhr. In Anchorage in Alaska, dort geht die Sonne auf um 16.41 Uhr Weltzeit. In Johannesburg in Südafrika um 3.32 Uhr. An der USA-Westküste in Kalifornien um 14.19 Uhr. Auf den Falklandinseln um 8.51 Uhr. Und in Berlin in Deutschland geht die Sonne um 5.32 Uhr Weltzeit auf. Sonnenuntergang USA-Ostküste 22.14 Uhr, USA-Westküste 1.31 Uhr, in Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 21.11 Uhr Weltzeit, auf den Falklandinseln um 22.35 Uhr, auf Hawaii um 4.05 Uhr, in Anchorage in Alaska geht die Sonne unter um 2.41 Uhr UTC, in Johannesburg in Südafrika um 16.14 Uhr, in Neuseeland um 6.37 Uhr und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 16.10 Uhr UTC hinter dem Horizont.
Das war der DARC Deutschlandrundspruch für diese Woche. Die Redaktion hatte Stefan Hüpper, DH5FFL vom Amateurfunkmagazin CQDL. Wenn Sie Meldungen für den Deutschlandrundspruch haben, also Infos und Beiträge mit bundesweiter Relevanz, dann schicken Sie Ihre Infos gerne per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail, bitte ausschließlich an die Adresse redaktion@darc.de. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF und MP3-Datei auf der DARC-Webseite, in Packet Radio unter der Rubrik DARC sowie per E-Mail-Abonnement. Über die DARC-Webseite können Sie sich dazu jederzeit an- und abmelden. Bitte bewahren Sie dazu Ihre Mitgliedsnummer und Ihr Passwort stets griffbereit auf. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH. Bis zur nächsten Woche. Und an alle Mäschers, 88. PA00 News følgende udsendelse indeholder nogle chokerende eksempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18. Kraftigt tilstedeværelsen af en voksen anbefales. 7, 8, 4, 0, 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.